voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner macht. Hinein ins Weekend-Feeling. Osterglocken ohne Ende für ganz Kloppenburg und Landkreis Kloppenburg. Gerade frisch eingetroffen aus Holland. Mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Und wir sind gerade noch ein bisschen am werkeln, weil wir gerade Blumenlieferungen bekommen haben. Und ja, ich dachte, ich zeige euch mal, wie das so abgeht. Diese haben mich gerade auch so angelacht. Wunderschöne Perlhyazinthen. Die werden wir wahrscheinlich lose verkaufen. Sind fast zu schade zum Aufbinden, so süß wie die sind. Und ja, hier haben wir zum Beispiel schönes Vergissmalnicht. Da werden wir auch schöne Sträußchen von machen. Röschen, Gerbera, alles da. Natürlich jede Menge Tulpen, Anemonen und Ranunkeln. Alles, was Frühling und Ostern ausmacht. Und, oh, Martin, oh, Kameramann, meine ich. Sorry, musst du rausschneiden. Wunderschöne französische Tulpen. Das wird unser Wochenendstrauß. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, ich dachte, wir machen heute mal eine kleine Rundführung durch den Laden, weil ich wollte eigentlich noch ein Do-it-yourself machen. Das schaffe ich leider nicht, aber vielleicht habe ich hier und da noch ein paar Inspirationen, was ihr noch nachmachen könnt. Also, kommt mit. Ja, es sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus, weil die Männer schon gepackt haben für die anderen Filialen, die wir morgen beliefern müssen. Und die starten morgen früh schon um 5. Ich bin eher so ein Nachtmensch und kann morgens nicht so früh aufstehen. Aber Papa, I'm coming on time, verspreche ich dir. Naja, hier haben wir zum Beispiel auch eine ganz tolle Schale. Noch kleine Osterhäschen. Und um zu zeigen, dass ein Gartencenter auch immer floristisch einige Sachen drauf hat, hier zum Beispiel ein Do-it-yourself, was ich erst machen wollte, einen kleinen Federkranz mit einer süßen Schleife, Perlhyazinthe dran, ganz tolles Mitbringsel oder eine tolle Tischdekoration. Dieses Do-it-yourself kennt ihr ja, dies haben wir jetzt ein bisschen schlichter und kleiner gemacht, mit einem kleinen Bunny drin. Ein paar Eier und ein paar Perlhyazinthen. Also es muss nicht mit Schnittblumen, man kann das auch nur mit den Zwiebeln machen. Und ja, nach Ostern kommt Sommer und ein ganz großer Trend ist natürlich Makramee oder Traumfänger. Das bleibt einfach, aber da werdet ihr wahrscheinlich noch mehr zu sehen bekommen, hoffe ich dieses Jahr. Ganz tolle Kissen haben wir schon reinbekommen mit Frida Kahlo, schön mit dem Blümchen in den Haaren. Dann, ja, wie gesagt, wir haben ganz, ganz viele Pflanzen. Wir haben jetzt eine tolle Lieferung bekommen an Hortensien, sehe ich gerade. Auch sehr, sehr schön hier. Die kann man natürlich schon ganz toll im Haus stellen und dann später ins Beet pflanzen. Darüber mehr im Hortensien-Video, wie ihr die pflegen müsst. Ja, natürlich Grünpflanzen haben wir. Die Schnittblumen, die sind schon weggeräumt. Die Mädels waren schon ganz fleißig, also würde ich sagen, rennen wir mal eben vorne zum Eingang. Da sind wir schon, dann auch wieder ein Teil unserer fleißigen Bienchen. Die haben schon die Buntware ganz toll aufgebaut, richtig klasse. Also nochmal einen ganz herzlichen Dank an all unsere fleißigen Mitarbeiter. Es ist momentan eine mega gute Stimmung, trotz dass es jetzt regnet, haben wir alle gute Laune und probieren hier so ein bisschen Frühlingsgefühle aufkommen zu lassen. Tulpen müssen wir morgen noch wickeln und nachfüllen, aber geil, Leute. Sowas braucht man einfach. Natürlich schöne, fertige Sträuße, wie zum Beispiel mit Ranunkeln, Röschen, Hyazinthen oder auch ohne Hyazinthen, von allem was dabei. Dann haben wir hier einmal unser kaltes Gewächshaus. Da waren wir auch ganz fleißig, meine Mutter und ich. Wir haben das schon alles ganz toll aufgebaut. Alles nur fürs Video. Nein, natürlich, damit der Laden schön aussieht. Auch ein Do-it-yourself, was ich leider nicht geschafft habe. Hier haben wir ein ganz tolles messingfarbenes Drahtei. Das haben wir einfach gefüllt mit Zwiebelchen, ein paar Eier, Moos, Federn. Ihr seht, Natur pur ist momentan total am Kommen. Guck mal, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die sehen doch auch süß aus, mit so einem Hornfeilchen. Niedlich, must have, oh, sehr schön. Ja, hier haben wir auch noch ein paar schöne Pflanzscheiben, Pflanzkörbe. Das finde ich auch ganz toll, das ist einfach so eine alte Schublade mit ein paar Perlhyazinthen. Und eigentlich genauso
dekoriert. Schlicht und einfach. Hier haben wir natürlich Frühling pur. Ne? Das sind alles Pflanzen, die gepflanzt werden müssen oder wollen. Und viele, viele schöne Sachen. Ich sehe, mein Papa und mein Bruder haben schon schöne Hornveilchen eingekauft. Ich liebe ja Hornveilchen, das schwöre ich drauf. Also, wenn ihr einen Balkon bepflanzen wollt oder Terrassentöpfe, Hornveilchen. Die können auch noch leichten Frost haben. Also, wenn ihr irgendwie in einer frostigen Gegend seid, probiert es mal mit Hornveilchen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch eine Europalette, die haben wir letzte Woche gestrichen. Und da kommt auch noch ein Video drüber, nicht wie man die baut. Also wenn ihr daran interessiert seid, gerne in den Kommentaren schreiben. Da folgt aber ein Video, noch vor Ostern. Aber ich dachte, weil das schon vorgedreht worden ist, dass ich gerne noch mal ein Video machen möchte mit euch. Und dieses hier ist auch so, was ich sehr, sehr niedlich finde, so eine Eierschale, einfach auch mit kleinen Osterglöckchen drin. Und das ist halt auch süß. Einfach so ein Holzei mit einer Feder drauf, ein kleines Piepmatzgesicht. Sehr süß. Und dann gehen wir eigentlich auch schon wieder ins warme Gewächshaus, wo es ein bisschen wärmer ist. Sommer kann kommen. Die warten auch schon auf uns. Das sind alles Dekorationen, die werden natürlich später mehr in Szene gesetzt. Und ja, weshalb wir nochmal das Video machen, ich wollte euch allen ein schönes, schönes Osterfest wünschen und natürlich alle Floristen und Gärtner, dass die alle rocken, also die Blumen rocken. Und ja, ich finde es schön, dass ihr dabei wart. Ich sehe hier schon überall Sachen, da sehe ich jetzt wieder Wellies, die müssen eingeräumt werden, die Tische sind leer. Ich werde noch ein bisschen werkeln, der Kameramann wird schneiden und euch ein schönes Osterfest. Ciao!